Hallo zusammen, willkommen bei Channel Filme 247. Und heute sprechen wir über einen Science-Fiction-Film namens Monster Hunter. Seien Sie bereit für einige Spoiler voraus. Irgendwo in den Wüsten eines Paralleluniversums segelt ein riesiges Schiff über den Sand und steuert auf den dunklen Turm zu, der von Gewitterwolken und Stürmen bedeckt ist. Der Anführer der Gruppe untersucht die Zeichnungen der Struktur und merkt scheinbar, dass etwas nicht stimmt. Was sie nicht bemerken, ist, dass ein riesiges Monster dicht hinter ihrem Schiff folgt, sie schließlich wütend angreift und alle in die Luft wirft. Der Kapitän eilt zum Steuerrad und versucht, die Kontrolle über das Boot zurückzugewinnen, während die Leute verzweifelt festhalten, um den Amoklauf des Monsters zu überleben. Inmitten des Chaos wird ein Jäger vom Schiff geworfen, während das Monster weiterhin die Besatzungsmitglieder angreift und den Mann im Sand zurücklässt. Währenddessen reist ein Team von US-Soldaten, das von ihrem Captain Artemis beauftragt wurde, durch die Wüsten in einer anderen Welt, auf der Suche nach ihren Teamkollegen, die vor nicht allzu langer Zeit verschwunden sind. Sie wagen sich über ein leeres Feld, auf dem mehrere Markierungen aus Steinen auf dem Boden zu sehen sind, und erreichen schließlich das Ende der Gleise. Zu ihrer Überraschung scheinen die Reifenspuren mitten im Nirgendwo verschwunden zu sein, fast so, als hätten sich die Menschen einfach in Luft aufgelöst. Bevor die Soldaten weiter nachforschen können, nähert sich ihnen sehr schnell ein gewaltiger Sturm vom Horizont, der die Menschen sofort zur Flucht in die andere Richtung veranlasst. Ihr Plan scheitert jedoch schließlich, als sich die dunklen Wolken den Fahrzeugen nähern und die Soldaten schnell in den Abgrund reißen. Die Blitze schlagen wiederholt um die Autos herum ein und lassen die Steinmarkierungen zu leuchten beginnen, als sich direkt vor ihnen ein riesiges Portal öffnet. Die Leute fahren über die Öffnung und rennen schnell von einer Klippe, wodurch die Fahrzeuge in der Luft kippen, wenn sie auf den Boden stürzen. Als die Soldaten endlich unten angekommen sind, eilen sie aus dem Auto, um ihre aktuelle Situation zu überdenken, stellen aber bald fest, dass alles ganz anders aussieht, während der Berg, von dem sie gestürzt sind, auf magische Weise verschwunden ist. Captain Artemis überprüft die Karte, um Sehenswürdigkeiten in der Nähe zu sehen, aber das Einzige, was vorhanden ist, ist ein massiver Turm am Horizont, der von donnernden Wolken umgeben ist. Sie machen sich auf den Weg, um die Gegend zu erkunden. Und zu ihrer Überraschung können die Soldaten die Überreste des Teams finden, nachdem sie ursprünglich gesucht hatten. Bei näherer Betrachtung stellt Artemis fest, dass alles zu knusprig verbrannt ist, einschließlich des Sandes, der sich um den Bereich herum befindet, der zu Glas erhitzt wurde. Sie beschließen, aus der Gegend zu evakuieren, da sie die Gefahr in der Nähe vermuten. Aber egal wie weit sie fahren, es gibt nichts außer Sand und das Fehlen jeglicher Signale von der menschlichen Zivilisation. Die Soldaten fahren schließlich in einen schockierenden Anblick, wo sie ein riesiges Skelett sehen, das nur die Überreste einer riesigen Kreatur sein können. Was sie nicht erkennen, ist, dass der Jäger von vorhin heimlich zuschaut und der Mann einen Warnschuss auf die Menschen abgibt, um ihnen zu sagen, dass Gefahr in der Nähe ist. Die Soldaten glauben, dass der Mann ein Feind ist, feuern ihre Waffen auf den Jäger und zwingen ihn zur Flucht. Sie erkennen jedoch bald, dass etwas nicht stimmt, als der Boden zu beben beginnt und eine riesige Kreatur aus dem Sand mit rasender Geschwindigkeit auf die Soldaten zustürzt. Sie versuchen, schnell von dem Monster wegzufahren, während sie wütend mit ihren Waffen schießen, um den Feind zu verlangsamen. Aber ihre Angriffe sind nutzlos, egal wie oft sie die Runden abfeuern. Die Kreatur schafft es, sich zu nähern und aus dem Sand zu starten, wobei sie eines der Fahrzeuge über das Feld schleudert, als wäre es aus Pappe. Der Feind brüllt wütend und lenkt die Aufmerksamkeit auf die anderen Soldaten, während die Leute ihre Waffen ununterbrochen auf das Monster schießen. Die Kreatur kann sich dem Auto sehr schnell nähern und stößt das Fahrzeug mit enormer Wucht nach hinten, wodurch die Soldaten zu Boden geschleudert werden. Bevor sich die Menschen erholen können, durchbohrt das Monster einen der Soldaten direkt in den Rücken und hebt den Mann in die Luft, während alle geschockt zusehen. Als der Soldat erkennt, dass er kurz vor dem Tod steht, opfert er sich selbst, indem er alle seine Granaten auf die Kreatur wirft, was riesige Explosionen im Gesicht des Feindes verursacht und den Menschen eine Chance zur Flucht gibt. Die Soldaten rennen schnell auf ein Felsenfeld zu, während Artemis ununterbrochen auf das Monster schießt und versucht, ihnen so viel Zeit wie möglich zu verschaffen. Die riesige Kreatur nähert sich den Menschen, während sie die Gebäude in der Nähe umwirft, aber der Jäger aus der Ferne kann seinen Pfeil abschießen, der im Gesicht des Monsters explodiert. Den Soldaten gelingt die Flucht in einer Höhle, während der Gegner frustriert immer wieder den Eingang angreift. Die Menschen entfesseln ihre ganze Feuerkraft auf das Monster, was schließlich dazu führt, dass es aufgibt und sich abwendet, als die Kreatur schließlich beschließt, sich in den Sand zurückzuziehen.
Sehr bald nähert sich die Nacht den Ländern und alles wird dunkel, während die Soldaten Schwierigkeiten haben, sich zu entscheiden, was sie als nächstes tun sollen. Bevor sie sich richtig erholen können, greift ein massives Insekt nach Artemis und hebt die Frau in die Luft, während es ihr ein Beruhigungsmittel injiziert. Die Leute schießen sofort auf die Kreatur und schaffen es, ihren Anführer zu befreien und das Monster zurückzudrängen, aber egal, wie sehr sie es versuchen, sie scheinen ihren Kapitän nicht wiederzubeleben. Schnell tauchen weitere Feinde in der Gegend auf, als das Team versucht, sich zu wehren, aber die überwältigende Zahl zwingt sie, sich zurückzuziehen und die Frau zurückzulassen. Als Artemis schließlich das Bewusstsein wieder erlangt, findet sie sich in einem riesigen Kokon wieder, umgeben von Opfern, die kopfüber von der Decke hängen. Die Frau versucht verzweifelt, sich zu befreien und schafft es, die Netze aufzureißen, wodurch sie zu Boden fällt. Als sie endlich aufsteht, stellt Artemis schockiert fest, dass alle ihre Teamkollegen in den Kokons gefangen und getötet wurden, und sie allein im schrecklichen Nest des Feindes zurückbleibt. Sie versucht, einen Ausweg aus diesem schrecklichen Ort zu finden, und trifft schließlich auf einen ihrer Teamkollegen, der irgendwie auch überlebt hat. Sie versuchten gemeinsam zu fliehen, werden aber schnell von den bösartigen Insekten umzingelt, und der Mann wird direkt vor ihr getötet. Da Artemis keine andere Wahl hat, holt sie eine Sprühdose heraus und schießt das Feuer ihrer Fackel auf die Monster, wobei sie alles verbrennt, was vor ihr ist. Sie nutzt diese Gelegenheit und rennt vor den Kreaturen davon, versucht, wieder an die Oberfläche zu gelangen, indem sie aus den Höhlen kriecht, um schließlich diesem lebenden Albtraum zu entkommen. Die riesigen Kreaturen versuchen, die Frau zu verfolgen, halten aber sofort vom Licht weg und gewähren dem Soldaten vorübergehende Sicherheit in der Sonne. Nachdem sie ihre Kräfte wieder gesammelt hat, schafft es Artemis, auf den höchsten Aussichtspunkt in diesem Gebiet zu klettern, stellt jedoch fest, dass außer der Wüste nichts in Sicht ist. Was noch schlimmer ist, die Hauptfigur entdeckt, dass das riesige Monster in der Nähe des Landes Wache hält und darauf wartet, alles zu verschlingen, was einen Fuß in den Sand setzt. Die Frau hat keine andere Wahl, als weiter nach einem Unterschlupf zu suchen, bevor die Nacht hereinbricht und schließlich an einem Ort ankommt, der voller Schiffswracks ist. Sie geht in die Struktur und sieht zahlreiche Waffen aus Tierknochen, merkt aber bald, dass etwas in der Nähe ist, als sie eine Präsenz hinter sich spürt. Plötzlich springt der Jäger heraus und hält ihr ein Messer an die Kehle, wobei er die Frau als Geisel nimmt, weil sie ihn trotz seiner guten Absichten, sie zu retten, früher angegriffen hat. Er nimmt Artemis in seinen Unterschlupf, während die Sonne langsam am Horizont untergeht und es den bösartigen Insekten ermöglicht, wieder durch das Land zu streifen. Am nächsten Morgen wacht der Jäger aus seinem Schlaf auf, nur um zu sehen, dass Artemis es geschafft hat, sich zu befreien, und wird von der Frau direkt auf den Kopf getroffen. Die beiden beginnen zu kämpfen, als sie sich gegenseitig auf die Möbel stoßen und alles im Inneren zerbrechen, während sie beide versuchen, die Oberhand zu gewinnen. In einem Wutanfall greift Artemis den Jäger wütend an und schickt sie beide aus den Höhlen, während sie auf das darunterliegende Gelände rollen, wodurch der Mann direkt in das Nest des Monsters stürzt. Die Insekten schwärmen alle auf den Mann zu und versuchen, ihn zu packen, während er verzweifelt um sein Leben kämpft, aber Artemis kann den Jäger im letzten Moment retten, indem er ihn herauszieht. Die Frau versucht, mit ihrem Entführer Frieden zu schließen und zeigt ihm, dass sie nicht der Feind ist, indem sie sein Messer zurückgibt und den Jäger schließlich für sich gewinnt, indem sie ihn mit Schokolade aus ihrer Welt füttert. Artemis erfährt, dass die riesige Kreatur in der Wüste Diablos heißt, und sie müssen das Monster zusammen töten, um von diesem schrecklichen Ort zu entkommen. Der Jäger zeigt der Frau die Rüstungen und Waffen seines Volkes, und Artemis ist erstaunt über die elementaren Eigenschaften, die die Schwerter besitzen, wenn sie sich entzünden. Sie stellen eine Falle auf, um die Diablos abzulenken, und rennen schnell in die andere Richtung und versuchen, auf die Chance zu warten, zu den Fahrzeugen zurückzukehren und die Raketenwerfer zu bergen. Die Maschine katapultiert einen Eimer und wirft ihn auf den Sand in der Nähe, wodurch das Monster ihm sofort nachjagt und ihnen die Möglichkeit gibt, zu den Autos zu rennen. Die Kreatur merkt jedoch bald, dass es nur eine Ablenkung war, und beginnt schnell auf die Krieger zu rennen, indem sie in den Boden taucht. Als der Jäger erkennt, dass er dem Feind nicht entkommen kann, beschließt er, der Köder zu sein, rennt in die andere Richtung und versucht, die Kreatur wegzulocken, damit Artemis an die Waffen gelangen kann. Das Monster jagt dicht hinterher und springt aus dem Sand, schleudert den Mann mit ungeheurer Kraft in die Luft und wirft ihn zu Boden. Der Diablos nähert sich dem Jäger, um den Kill zu beenden, aber der Mann nimmt den Bogen und zielt auf das Monster, wobei er einen Pfeil direkt in das Auge des Feindes schießt.
Die Kreatur wird wütend und stürmt auf den Mann zu, wobei sie den Jäger mit ihrem massiven Schwanz wegstößt. Bevor der Krieger getötet werden kann, beginnt Artemis, die Minigun auf den Feind abzufeuern, lenkt die Kreatur ab und richtet ihre Aufmerksamkeit auf sie. Das Monster brüllt die Frau an und stürmt schnell herein, aber sie feuert den Raketenwerfer direkt auf das Gesicht des Feindes und verursacht dabei eine riesige Explosion. Zu ihrer Überraschung richtete der Angriff überhaupt keinen Schaden an, sondern ärgerte das Monster nur noch mehr, als es ihr Fahrzeug durch die Wüste schleuderte und das Auto dadurch vollständig zerstörte. Das Monster stürmt herein, um den Kill zu beenden, aber der Jäger kann auf Diablos Kopf klettern und den Feind mit seinem riesigen Schwert erstechen. Die Kreatur schreit vor Qual und wirft den Mann weg, wodurch er auf das darunterliegende Gelände stürzt. Artemis sieht die Chance, das riesige Monster zu töten, und stürmt mit aller Kraft herein, schießt ihren Entehaken auf den Feind und fliegt auf Diablos Kopf zu. Die Frau schafft es, das riesige Schwert zu greifen, während die Kreaturen heftig zittern und versuchen, den Soldaten von seinem Körper zu stoßen. Sie hält sich verzweifelt an der Kreatur fest und sticht die Waffe vollständig in das Monster, wodurch es auf die Strukturen in der Nähe stürzt und in den Tod stürzt. Nachdem der Feind, der die Wüsten bewacht, getötet wurde, können die beiden das Land durchqueren, während sie sich dem mysteriösen Turm nähern und schließlich in eine üppige Oase gelangen, die vor Leben blüht. Die Krieger können endlich ihr Lager aufschlagen und ihre Körper auf dem scheinbar friedlichen Land ausruhen, auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist. Nachts wacht Artemis auf, nachdem eine große Kreatur über das Lager geflogen ist, was dazu führt, dass sie über den Horizont blicken, nur um zu sehen, dass alles von einem Drachen in Brand gesteckt wird. Sehr bald beginnt das Gelände zu beben, als zahlreiche Dinosaurier in Flammen aus dem Wald stürmen und die Krieger zwingen, sofort wegzulaufen. Plötzlich springt ein großer Mann aus den Bäumen und schlägt auf den Boden, was eine massive Schockwelle verursacht, die die Kreaturen wegstößt und das Leben der Hauptfigur rettet. Artemis zückt auch ihre Waffe und beschwört die Flammen auf ihre Klingen, während sie versucht, die ankommenden Kreaturen neben dem mysteriösen Mann abzuwehren. Gleichzeitig versucht der Jäger auch, den Dinosauriern zu entkommen, kommt aber bald vor einer massiven Klippe an und fängt den Mann ein, der nicht weglaufen kann. Glücklicherweise stürmt eine Frau auf eine Baumranke zu und greift im letzten Moment nach dem Jäger, um den Mann vor den Tieren zu retten, während die Kreaturen in den Abgrund stürzen. Es stellt sich heraus, dass die Fremden die Freunde des Jägers sind und hier sind, um ihren Teamkollegen zu retten, nachdem sie sich von dem Angriff des Diablo erholt haben. Der Kapitän sagt Artemis, dass sie von der Existenz zwischen den Welten wissen und dass der Turm ein Transportschiff durch die Universen ist. Sie haben Anomalien innerhalb der Struktur bemerkt, weshalb sie hier sind, um den Turm zu reparieren und zu verhindern, dass ihre Welten miteinander kollidieren. Das Gebäude wird jedoch von einem bösartigen Drachen namens Rathalos bewacht und sie müssen die Kreatur zerstören, um in den Turm zu gelangen. Am nächsten Morgen machen sich die Krieger auf den Weg, während die Menschen ihren Erfolg bejubeln. Sie klettern über die türkischen Berge, die sich über den darunterliegenden Feldern befinden, und nähern sich dem mysteriösen Turm immer näher, während die Sonne beginnt, in den Wolken zu verschwinden. Das Team kommt schließlich vor dem massiven Eingang an, wo der Himmelssturm von seiner Spitze Blitze heraufbeschwört. Die Leute sind erstaunt über die riesige Struktur und bemerken, dass sie zufällige Portale in der Gegend schafft, da sie zunehmend instabil wird. Bevor sie die Situation weiter untersuchen können, fliegt eine gewaltige Kreatur vom Himmel herein und entfesselt einen Flammenhagel auf die Krieger, wodurch die Menschen vor Qual schreien. Das Monster offenbart sich schließlich, als es auf den Plattformen landet und die Eindringlinge wütend anbrüllt. Bevor die Kreatur weiter angreift, eilt der Kapitän hinaus und schickt eine Schockwelle auf den Feind, aber der Drache revanchiert sich sofort, indem er ebenfalls Feuer spuckt und den Mann zwingt, sich schnell hinter den Säulen zu verstecken. Die Kreatur fliegt auf die Menschen zu, während die Krieger wütend auf das Monster stürmen und schließlich zusammenstoßen, als ein erbitterter Kampf beginnt. Der Kapitän schickt eine weitere Energiewelle auf den Drachen und betäubt die Kreatur, so dass Artemis die Chance nutzen und das Monster in Scheiben schneiden kann, um schließlich die Flügel des Drachen aufzuschneiden, während die Kreatur vor Schmerz brüllt. Andere Teammitglieder stürmen ebenfalls zum Angriff, aber ihre Bemühungen werden schnell beendet, als das Monster sie wie Fliegen wegstößt. Das Team zwingt die Kreatur weiterhin zurück, während Artemis bösartig in das Gesicht des Drachen schneidet und ihre Klingen in den Mund des Feindes bohrt. Aber das Monster schafft es, die Frau mit seinen Flügeln wegzuschlagen und sie auf die Klippe zu schleudern. Die riesige Kreatur nähert sich der Hauptfigur und öffnet ihr massives Maul, schleudert einen Feuerstrahl auf die Frau zu und zwingt sie, in den Abgrund zu springen.
Glücklicherweise kann Artemis eines der Dimensionsportale betreten und durch die Welten reisen, um schließlich wieder in ihrem Universum zu landen, als die Hubschrauber sich ihr zur Rettung nähern. Die Soldaten bringen die Frau in den Militärtransporter und bereiten sich auf den Start vor, als die Bodentruppen eintreffen, um das Gebiet ebenfalls zu sichern. Bevor das Flugzeug dieses Gebiet jedoch verlassen kann, öffnet sich ein riesiges Portal und lässt den massiven Drachen in diese Welt frei, sodass das Monster das Fahrzeug in Stücke reißen kann, während sie auf den Boden stürzen und in der Wüste landen. Das Militär versucht sich mit Bodentruppen zu wehren, aber das Monster entfesselt die Flammen auf die Soldaten und zerstört das gesamte Geschwader in Sekunden schnell. Artemis kann den Sturz überleben und aus den Trümmern herauskommen, nur um zu sehen, dass der Drache die Armee mit seinen Flammen absolut vernichtet. Der Drache landet erneut auf dem Boden und brüllt wütend im Feuermeer, während Artemis sperrt Augen auf die Kreatur und beschließt, einen letzten Angriff zu starten. Die Frau rennt auf das riesige Monster zu und feuert mit ihren Greppelern auf den Arm des Drachen, wodurch sie mit unglaublicher Geschwindigkeit auf den Feind zufliegen kann. Sie greift nach den Flügeln der Kreatur und schneidet mit ihrem Körpergewicht über die Haut, wobei sie den Feind im Wesentlichen erdet, indem sie ihm die Flugfähigkeit nimmt. Die Frau schießt ein flammendes Projektil auf den Drachen, kurz bevor er Feuer spuckt, wodurch das Gas im Monster Kreatur entzündet wird und ihr Körper von innen heraus explodiert. Überraschenderweise kann Rathalos den Angriff überleben und brüllt die Frau wütend an, um sich an dem Menschen zu rächen, weil er ihm so viele Schmerzen zugefügt hat. Aber plötzlich stößt eine weitere Explosion die Kreatur weg und enthüllt, dass der Jäger es endlich auf diese Welt geschafft hat, Zerui. Der Mann feuert weiterhin seine explodierenden Pfeile auf den Drachen ab, landet schließlich einen Treffer im Hals der Kreatur, der eine massive Explosion verursacht, und tötet schließlich das Monster, als es zu Boden fällt. Bevor die beiden ihren Sieg feiern können, erscheint auch der Kapitän und warnt sie, dass die Breschen immer schlimmer werden, während die Wolken beginnen, die gesamte Wüste zu bedecken. Ein weiterer Drache fliegt vom Himmel Sturm weg und durchquert dieses Universum, während die Kämpfer furchtlos mit ihren elementaren Waffen angreifen, um die bösartige Kreatur abzuwehren. Sie bringen den Kampf schließlich zurück in das Paralleluniversum, als eine mysteriöse Person sie von den Türmen aus beobachtet und enthüllt, dass er der wahre Mastermind hinter der Krise sein könnte. Der Film endet hier. Vielen Dank. Wenn Sie es interessant finden, klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren und hinterlassen Sie Ihre Kommentare. Hallo und bis in die nächsten Videos.